Ja, moin moin, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil Operation Raccoon City. Wir fangen erstmal an mit dem kleinen Unboxing. Nämlich habe ich mir das jetzt so vorgenommen, dass wir das jetzt so machen, dass ich das Spiel erstmal unboxe oder die neuen Spiele, die ich jetzt 2012 bekommen werde, sprich Max Payne 3, Resident Evil 6, GTA 5 und. Dass ich dafür kurz ein Unboxing-Video mache, dass ihr auch wirklich seht, dass es komplett blind ist, also hier die Versiegelung und alles Mögliche. Ne? So machen wir das. Und zwar ist das natürlich extra für euch die geile Piggy Edition. Mut, würde ich jetzt mal sagen. Bei so einem Spiel kann man einfach nicht die USK-Version. Das ist illegal. Das ist schon was illegal, die USK-Version. Und ich habe ihn erreicht, doch, jetzt. Yes, das ist es. That's it. So, okay, ohne jetzt weiteres irgendwie etwas vorzulesen und so weiter und so fort, dann mache ich einfach mal kurz auf. So, wow. Geil. Okay, jetzt einmal kurz wie immer dran riechen. Ich mag sowas, tut mir leid. Ich mag das einfach nur, diese Aufmachung und dran riechen. Einfach mal drin geguckt, irgendwie, wie das so ist. So, schwarz-weiß für Xbox und das Menü und so weiter und so fort. Infection, Blood Fancy, Diving Cover, blau und blub, blau und blub. Joa, das war es erstmal mehr oder weniger vom Unboxing. Natürlich brandneu die CD. Ach, die riecht auch wunderbar. So, okay, gut. Das war's vom Unboxing-Video. Bis gleich, würde ich mal sagen. Ja, moin moin, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück, ja, bei Let's Play Resident Evil Operation Raccoon City. Jetzt geht's endlich los, nämlich hier in-game, also sprich von der Xbox 360. Ja, ich habe das Spiel schon mal installiert, wenn ich jetzt auf X gehe und Spiele-Details angucke. Habe ich das jetzt installiert? Ich kann es wieder löschen. Das sind, Sekunde, lasst mich nicht lügen. Keine Ahnung, wie viel Gigabyte. Vielleicht steht es auch hier irgendwo und ich bin zu dumm, um es zu lesen. Gut, auf jeden Fall drücken wir jetzt mal auf Jetzt spielen und es geht los mit dem Let's Play. Ja, viel Spaß. So, und willkommen zurück. Nein. Okay, gut, dann hätten wir das schon mal. Und das Ganze ist sogar auf Deutsch, überraschenderweise. Resident Evil. Wenn dieses Symbol. Ja, okay, gut. Alles klar. Resident Evil. Ah, ich weiß noch damals immer. Versus, das heißt. Online Statistiken, Bestenlisten, Optionen, Inhalte sind immer runterladen, Galerie und mitwirkenden. Okay, gut. Das heißt rein theoretisch geile Mucke. Geile Mucke, hör mal. Das Wort geht ja gar nicht von Resident Evil. Das ist ja der Wahnsinn, hör mal. Ist ja geil. So, das heißt, das Ganze kann ich auch noch in einem Let's Play Together machen, was mir aber zu umständlich wäre. Ah, nö. Wir starten erstmal die Kampagne. Öffentlich. Hier. Nee, privat. Ja, privat. Ja, ist okay. Amateur, normal, Veteran, Profi. Wir nehmen normal. Wir sind keine Amateure, aber so, ne? Yes. Einen Charakter auswählen. Vector, Spectre oder Lupo. Ich denke mal, Vector scheint am geilsten zu sein. Ah, ich kann auch ganz viele nehmen. Achso, das ist immer unendlich gut. Okay, so. Kann ich nicht rein theoretisch. Ich will aber Leon Scott Kennedy. Gut, okay. Gut. Vector oder Werther. Four Eyes. Beltway.
Gut, ich nehme mal diesen hier. Shelly 57 zusammen mit Bertha, Spectre und Lupo. Ah, warte mal, dann kann ich ja. Ah, jetzt verstehe ich das. Gut, ich kann mir die Leute auswählen. Ah, meine Kollegen kann ich mir auswählen. Das heißt, ich kann auch zu viert ein Let's Play Together machen. Ah, das ist ja cool. So, Four Eyes ist Wissenschaftler. Bertha. Bertha brauchen wir auf jeden Fall. Lupo. Wo war der nochmal hier? Stimmt. Gut, Lupo behalten wir. Hier persönlich sind Vektor. Ah, hier, so. Ah, Erfahrungspunkte kaufen. Gut. Ja, MP5 würde ich mal nehmen. Oder Sturm. Ne, MP5. Und. Oh, das bleibt mal Standard. So. Gut, wir sind fertig. 3, 2, 1. So. Es geht los mit Resident Evil. September 1998. Umbrella Corporation, Einrichtung, Raccoon City. Gut, ich hoffe, das ist wirklich die Uncut-Version. Wenn nicht, wäre ich sehr enttäuscht. Wirklich sehr. Aber ihr habt ja die CD gerade gesehen. Ist auf 15. Aber Deutsch war es nicht. Egal. Alpha Leader, wir sind in Position. Okay. Verstanden. Warte. Ihr müsst das neue Delta-Team sein. Wie sieht's aus? Ich bin Baldway. Sehr erfreut, Gott des Todes. Mein Name ist Bertha. Ich bin bereit. Vector hier. Schön, Sie wiederzusehen. Ich bin Lupo, der Truppführer des Delta-Teams. Yeah. Zentrale, ich habe das Delta-Team getroffen. Die hat ja eine eklige Stimme. Verstanden. Findet Birkin und sichert die Proben. Versagen ist keine Option. Ihr habt's gehört. Bewegung. Wir betreten das Labor von Dr. William Birkin, einem Umbrella-Wissenschaftler, der geheime Proben eines waffenfähigen Virenstamms an die US-Regierung verkaufen möchte. Meinen Sie Umbrellas T-Virus? Nein. Es handelt sich um den neuen genverändernden G-Virus, den Birkin entwickelt hat. Er ist deutlich stärker und Birkin besitzt anscheinend die einzigen Proben. Eine Abteilung des Umbrella Biohazard Countermeasure Service ist vor Ort und wird ihn vermutlich schützen. Sie wissen nichts von dieser Operation und gelten als entbehrlich. Sind wir nicht im selben Team? Können wir sie nicht kontaktieren? Der UBCS besteht nur aus Söldnern, die man kaufen kann. Es ist davon auszugehen, dass sie der Firma gegenüber kaum loyal sein werden. Wie lautet der Auftrag? Fangt Birkin ab und sichert den G-Virus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir schon mal. Willkommen bei Umbrella. Also gut, die Waffen funktionieren. Wir sind bereit. Okay. In Ordnung, sie ist offen. Gehen wir. Das heißt, wir sind rein theoretisch die Bösen. Weil bei den vorherigen Umbrella Resident Evil Teilen war das immer so, dass wir die Guten waren. Die sehen gar nicht nett aus. Kommt, wir müssen weiter. Juhu. Soldaten im Anmarsch. In Deckung. Ah, okay, gefällt mir. Ah, okay. Alles klar. Boah, aber ziemlich viel Schüsse, ja, Mann.
Wo gibt's hier Munition? Hallo Kollege, ich brauche Munition. Digga. Ah. Okay, Bewegung. Gut. So kann ich also sprinten. Werf deine Schnittgranate auf sie! Granate! Vorsicht! Vorsicht! Recht sind sie! Ich kann nicht zielen, okay, aber... Das ist ein wenig sparsam. Lade ich nach. Da war irgendein Spray da. Ja, mein Gott. Und der Controller ist hier ständig am Vibrieren. Wobei Sturmgewehr. Ah. Jetzt würde ich gerne eine MG aufnehmen. Ach, verdammt. Gut, okay, das war's erstmal von Part 1 von Let's Play Resident Evil Operation Raccoon City. Bis zur nächsten Folge. Ja.